Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Oh, morgen, 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 morgensiell. Da streicheln würde ich erstmal richtig. Stell dir mal vor, man würde so sein Tier streicheln, so wirklich mit Lichtgeschwindigkeit an dem Tier vorbeisausen, das arme Tierchen. Es würde doch den Schock seines Lebens bekommen. Charlie, weigere dich nicht. Ja, genau, Charlie. Ja, 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 ja. Dutzi, 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 du. Wieder ein gelbes, ein rotes Herz. Das ist doch toll. Muss ich mal eben gucken, ob im Teleshopping-Kanal wieder was Neues ist. Heute ist es wieder soweit. Volle Überraschung und so aufregend. Das ist das Leben aus dem Katalog. Es ist Zeit für TV-Shopping. Heute stellen wir Ihnen den Ofen vor. Nehmen Sie sich die Zeit und backen Sie köstliche Gerichte mit dem Ofen. Dieser Ofen kostet nur 2500 Gold. Bestellen Sie jetzt. TV-Shopping zahlt die Versandkosten für Sie. Gut, dann rufen wir da mal an. TV-Shopping. Der Anruf kommt nicht durch. Ist wahrscheinlich zu früh. Guten Morgen, Cori. Das Entenfest findet morgen am Strand statt. Bitte komm, wenn du magst. Ich bin Poporo und ich bin im Vorstand. Alle Enten, die nicht krank sind, können am Entenfest teilnehmen. Ich möchte, dass nächstes Jahr eines deiner Enten teilnimmt. Also, Cori, dann warte ich morgen. Okay, da kommen wir hin. Das machen wir gerne. Haben wir denn noch unsere Gießkanne ausgerüstet? Ja, haben wir. Dann streicheln wir mal eben unsere Julie. La 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 la. Ach, wie viele braucht man denn, dass man rotes Herz bekommt? Jetzt haben wir 10.398 Punkte und hat immer noch kein rotes Herz. This is ja very strange. So. Und so. Hey! Hab ich... Ach, wahrscheinlich stand ich zu weit vorne. Naja, dann gehen wir mal rein zu unserem kleinen Hühnchen. Na, Hühnchen, legst du noch keine Eier? Ach ja, es ist ja Kevin, es ist ja maskulin. Kein Wunder, dass es keine Eier legt. So. Hallo. 1670 Punkte reichen wohl nicht. Naja, mein Hühnchen, dann vegetier mal, leb mal vor dich hin. Ein schönes Leben wünsche ich dir. Ich komme nie wieder. Doch klar komme ich wieder. Das ist ja unser lieber Kevin. Unsere Gurken sind erntereif. Nein, ne? Och nee. Oh, Ey, sag mal, das regt mich immer so auf, wenn das genau in der Mitte der Felder ist. Das ist so lästig. Das heißt, wir müssen jetzt eine Pflanze zerstören, um an zwei wieder dran zu kommen. Blödes Karma. So, ernten wir jetzt unsere Gurken. Lecker Gurken, so wie die letzte Folge hieß. Mir fallen manchmal gar keine Folgentitel ein, deswegen sind die immer manchmal ein bisschen komisch. Oder häufig ein bisschen komisch, die Folgentitel. Da bin ich etwas unkreativ. Weil das meiste passt immer. Ich leg mal lieber das aus der Hand. Warte, nehme ich mal eben das in die Hand. Das lege ich dahin und dann kommt das dahin. Deswegen, mir fällt da häufiger nichts ein. Dann kommt da sowas Komisches bei rum wie lecker Gurken oder kartoffelfarbene Kartoffeln. Wie in der zweiten Folge, da kann ich mich noch recht gut dran erinnern. So, 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 so. Und die hier und die hier. Und die hier und die hier. Und die hier und das hier und die hier und die hier und die hier. Und die hier, und die hier, und das hier, und die hier, und die hier, und die hier, und die hier. So, den 17. Morgen können wir wieder bei Van was verkaufen. Hey, bleib mal stehen, wir müssen noch auf dir reiten, mein Freund, meine Freundin. Da, 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 so.
Ich habe ganz vergessen, was Celia zu schenken. Ach, bin ich blöd. Ach, Mensch. Sag mir das doch einer. Nehme ich mal ein bisschen was mit. Ach, Mensch. Ganz vergessen. Ich hoffe, jetzt hat sie nicht wieder ein gelbes Herz. Das gelbe Herz-Event müssen wir noch machen. Celia, gelbes Herz-Event. Nicht Montag oder Mittwoch, 15.50 Uhr bis... Ja, wir haben natürlich heute Mittwoch. Das ist natürlich klar wieder. Dann gehen wir mal... Celia, wir eilen geschwind. Ach, Celia. Julie. Ich hätte es nicht Julie nennen sollen, das Pferd. Dann hätte ich es wahrscheinlich besser gekonnt. Den Namen. Verschlossen. Dann ist sie wahrscheinlich da unten. Genau, hier bist du ja, Celia. So. Hier, Currypulver kriegst du von mir. Ich freue mich, dankeschön. Findest du es nicht toll, dass die Feldfrüchte so gut gewachsen sind? Ja, das finde ich prima, Celia. Das ist ganz große Klasse. Hätte ich doch auch mal so viel Anbaufläche wie ihr oder könnte ich mal so viel anbauen wie ihr, dann würde ich wahrscheinlich aussehen wie Krösus. Würde ich wahrscheinlich mit so einer Mega-Goldkette hier rumlaufen, wo denn dein Name eingraviert ist. Julie. Das hasse ich immer, wenn das Pferd einfach abhaut. Nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Guri, wo willst du hin, ohne zu Ende zu arbeiten? Deine Arbeit ist noch nicht erledigt. Hier gibt's kein Herumtrödeln. Flupp. Jups, werden wir weg, teleportiert und suchen unsere liebe Julie, die irgendwohin abgehauen ist, wo auch immer. Julie. Ah, da bist du ja. Warte, stand da jetzt Montag oder Mittwoch oder nicht Montag? Nicht Montag oder Mittwoch. Okay, dann machen wir das morgen. Wenn wir da eh zu Worn gehen, dann... Nichts. Wenn wir da eh zu Worn gehen, dann machen wir... Ach, morgen ist ja das Fest, ne? Kurznachrichten aus dem Tal. Das jährliche Entenfest findet heute statt. Zuschauer sollten sich zwischen 10 Uhr morgens und 6 Uhr abends am Strand einfinden. Klar, das können wir machen. Und da wir nicht mehr so viel Zeit haben, streichle ich sie mal heute ausnahmsweise nicht. Sondern hieb sie nur hoch. Da seht ihr, jetzt ist das erste Gras schon gewachsen und jetzt müssen wir das auch nicht mehr gießen. Ein Ei, ein Ei, ein Ei, hey. Ein Ei. Bock, bock. Da können wir jetzt Folgendes machen. Legen wir hier das Ei in den Brutkasten. Hühnerei, es. Was war das? Habt ihr gesehen? Jetzt zeige ich wieder mit dem Finger auf den Bildschirm. Ach Mensch, was bin ich denn für einer? Habt ihr das eben gesehen? Das Ei ist bis nach hier oben geflogen und dann da rein. Ist wahrscheinlich ein Fehler auf der ROM oder so. Kann ich mir nicht anders erklären. So. Und dann machen wir mal wie folgt. Dann kommt Worn heute ja auch gar nicht, ne? Ach, schade. Müssen wir das wohl manuell mal verkaufen? Also über die Versandbox. Oder über Julie, aber wenn Julie in dem Moment wegläuft, dann haben wir ein kleines Problem. So. So und so. Und schon haben wir fertig gegossen. Und dann gehen wir mal, reiten wir mit Julie geschwind nach unten. Ach nee, werden wir doch gar nicht. Moment, kurz gehen. Wir haben ja noch gar nicht 10 Uhr. Und das ist jetzt so gut. Ich habe mir eine neue Festplatte geholt. Eine 2 Terabyte externe Festplatte, damit ich auch lange ganz viel aufnehmen kann und nicht immer direkt an dem Tag fertig rendern muss. Damit ich auch mal nebenbei ein Spiel spielen kann, also nebenbei mal Minecraft spielen kann, weil das ist ja mit dem Shader-Mod recht CPU und GPU-lastig und dann ist das immer ein bisschen blöd, wenn ich nebenbei rendere. Das Kabel, was da mitgeliefert wurde.
Sieht ganz schnieke aus. Ich steck das rein. Oh, alles ohne Probleme. Festplatte wird erkannt und dann alle 5 Sekunden. Festplatte wird erkannt. Festplatte wird nicht erkannt. Und dann habe ich das Kabel meiner anderen Festplatte genommen. Und was ist? Es funktioniert wunderbar. Also jetzt ist kein Problem mehr da. Oh. Cori, Pferde müssen draußen bleiben. Tut mir leid. Bitte kehre ohne Pferd zurück. Ja klar, können wir machen. Oh, da senkt Julie schon den Kopf, weil sie traurig ist. Genau. Hi Flora. Oh, wie süß. Einen Moment, kurz am Ohr kratzen. Diese Enten scheinen ganz verrückt aufs Baden zu sein. Sie sind wohl sehr saubere Tiere. Heute kann man sehen, wie sich die Enten entwickelt haben. Ich bin wirklich gespannt. Sogar Enten haben unterschiedliche Gesichtszüge. Wir sollten nächstes Jahr auch mit einer Ente von uns teilnehmen, oder? Wenn ich mir unsere Enten so ansehe, finde ich sie wirklich niedlich. Man weiß nicht wirklich, was so eine Ente denkt, nicht wahr? Enten sind weiß und niedlich. Ich wünschte, ich wäre so niedlich. Ach, du bist doch ganz niedlich. Aber Celia ist niedlicher, weil Celia lieben wir. Celia richtet den Blick auf uns und nicht auf die Ente. Tschu! 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 Tschu, 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 tschu. So, genug davon. Enten sind wirklich süß. Findest du nicht auch? Vielleicht züchte ich auch welche. Aber ihr habt doch gar keinen Stall für eure Enten. So, Popori, ich wäre soweit. Ich möchte jetzt mit der Bewertung beginnen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay. Ach, ich nehme mal die Maus eben aus dem Bild. Hier ist das Ergebnis. Platzierungen sind dieses Jahr wie folgt. Der Gewinner ist Shakira. Oh. Wie geht das Lied nochmal? Waka, waka, Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz für Big, Mr. Big. Dritter ist Yorei. Und vierter ist Phil. Gut gemacht, Leute. Yay. Klatsch, 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 klatsch. Okay, sehr toll. Reden wir noch einmal mit Celia. Enten können sehr zutraulich werden, oder? Wenn man sich gut um sie kümmert, dann bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich. Und dann gehen wir mal wieder. Tschüss, ihr Lieben. War ein toller Tag. Das hat Spaß gemacht. Also wieder an die Arbeit. Arbeit haben wir aber heute nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt schlafen. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ah, entschuldigt euch. Ich muss aufhören, so zu tun, als wenn ich gähne, wenn ich schlafen gehe. Dann muss ich nämlich wirklich gehen. Ach, jetzt habe ich vergessen, sie zu streicheln, ne? Das kann ich mal eben machen, aber dann sind die Folgen auch schon wieder rum. Was ich in der nächsten Folge auch mal mache, ist nach Erntewichteln suchen. Also ich habe mir jetzt eine Liste geben lassen, wie das klingt. Ich habe nach einer Liste gefragt für leichte Erntewichtel und da hat mir ein netter Abonnent auch zurückgeschrieben und mir eine Liste geschrieben mit leichten Erntewichteln und das können wir dann ja nächstes Mal dann angehen, also dass wir das dauerhaft machen. Ich glaube nicht, dass wir alle in einer Folge schaffen, aber oder in zwei Folgen schaffen, aber ich versuche einfach mal das bestmöglich umzusetzen. Das habe ich diese Woche und diese Folge leider nicht geschafft, aber nächstes Mal machen wir das bestimmt, denke ich. So. Noch ein Ei. Dann streicheln wir mal unser Hühnchen. Da, 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 da. Bock, 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 bock. So, und dann mal weiter unsere netten Gürkchen gießen. Mögt ihr Gürken? Gürken. Mögt ihr Gürken? Mögt ihr Gürken? Ach, jetzt habe ich schon wieder gesagt. Mögt ihr Gurken? Also ich mag Gurken sehr, vor allem mit Salz. Und dann auf Brötchen mit Salami, das schmeckt einfach total gut.
Dafür esse ich sogar manchmal was. Ach ja. So, und dann sind die Folgen auch schon wieder rum. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Folgen konnten euch unterhalten, haben euch gefallen. Falls ihr diese mögt, könnt ihr sie ja bewerten. Dafür könnt ihr einfach einen Daumen hoch geben. Oder falls ihr sie nicht mögt, einen Daumen runter geben. Daumen runter zu geben wäre aber ein bisschen gemein, finde ich. Dafür müsst ihr bei YouTube angemeldet sein. Außerdem könnt ihr eventuell einen Kommentar schreiben. Und dann, ja, sehe ich, also ihr könnt in dem Kommentar Feedback geben und dann sehe ich, was ich besser machen kann. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Kori.